So, hier wird gut produziert. Hat unsere Burg angesiedelt, eure Lordschaft. Scheiße! Mann! Ich habe vor kurzem übrigens... Wo ist denn jetzt schon wieder diese verdammte Apotheke da? Ich habe im Übrigen jetzt auch mal herausgefunden, also ich... Was heißt da herausgefunden? Aber irgendwie habe ich mich mal darüber informiert, wie übel die Pest damals eigentlich war. Das ist schon wirklich sowas, was man heutzutage fast wie ein Supervirus bezeichnen könnte. Es hat einfach mal gut ein Drittel bis fast die Hälfte der gesamten europäischen Bevölkerung niedergerafft. Ich glaube 25 Millionen Tote oder wie viel das war. Greifen an, my Lord. Das ist sowas von übel. Das hätte wirklich schon beinahe Europa ausgelöscht komplett, die Pest. Das hat sich ja, glaube ich, über Flohbisse ausgebreitet. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und das ist schon wirklich verdammt übel. Wenn man sich bedenkt, ein Drittel der Bevölkerung ausgelöscht. Das war nur in einem Zeitraum von 5 bis 6 Jahren oder so. Aber trotzdem ist das schon verdammt gewaltig, wie das die Bevölkerung niedergerafft hat. Ich bräuchte jetzt langsam mal... Pest bräuchte ich keine. Ich bräuchte langsam mal... Geld! Keine Veränderung müssen, müssen wir jetzt einfach balancieren, dass es so ist. Eure Beliebtheit sinkt. Wir benötigen ja, Gold. Passt aus. Ich krieg überall Gärten reinplatziert. Ist das nicht schön? Na schön, erste Rüstung ist drin. Das ist ja wunderbar. Wir benötigen Gold. Mit Nahrung geht's eigentlich super. Eigentlich könnten wir ein bisschen Brot verkaufen. Das gefällt mir doch. Ob wir jetzt heute auch noch die zweite Mission... Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe nämlich... Gut, ich kann es euch mal so sagen. Wir haben es 21.05 Uhr und ich habe bis 22 Uhr Zeit. Das heißt, 55 Minuten haben wir noch. Wir könnten ja mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hochstellen. Je nachdem, wie schnell wir hier fertig werden, entscheide ich, ob wir die nächste auch noch in dieser Aufnahme machen. Die Mission. Oder ob nicht. So einfach ist das. Penis. Sie haben uns entdeckt, Sire. Wie lauten eure Befehle? Das lasse ich einfach mal so unkommentiert stehen. Wer hat mich entdeckt? Wer hat mich entdeckt? Ich erwähne das Wort Penis und ich wurde auf einmal entdeckt. Hallo? Hä? Wo? Achso, gut, die haben noch nicht angegriffen. Ich bin das von der Kampagne gewohnt. Wenn dieser Satz kommt, sie haben uns entdeckt, Sire, dann das Volk liebt ist eigentlich schon die Kacke am Dampfen. Cacus Dampfus Gewaltikus. Jeder kennt meine Lateinkenntnisse, der Age of Empires guckt. Nein, auch warum musst du denn jetzt da rauslaufen? Du kannst da drüben doch raus und da drüben durch. Tu es einfach. Das Volk liebt euch, my Lord. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Nur blöd, dass nahezu mein gesamtes Volk bis auf meine Ehefrau aus Männern besteht. Ansonsten würde ich sagen, kommt mal an meinen Gemächern vorbei. Aber nein, bitte nicht alle. Bitte nur die Frauen. Mir reicht schon in Stronghold 3 dieser ziemlich merkwürdige Berater. In diesem Fall gibt es keine Arbeit, Sire. Das wird sich jetzt gleich ändern. Für Rüstungen ist auch genug Platz. Ja, 40, das reicht. Mein Bogen ist euer. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich meine Burg vielleicht sogar noch einen Ring ziehe. So hier rum und dass ich meine Burg einfach größer mache und das außenrum einfach nochmal schütze. Wenn wir Stein abbauen könnten, wäre das gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich das mit der Zeit einfach machen, aber... Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich diesen Turm hier besetze. Wo sind denn die Wegweiser? Da ist einer... Da ist auch... Ja, toll, wir werden ja gleich mal richtig schön von hinten überrascht. Na schön. Bin zur Stelle, mein Herr. Rücken aus. Nach und nach kriegen wir wenigstens mehr Bogenschützen. Das ist schon mal ein Anfang.
Nein, das wollte ich doch. Na, nehmen wir das. Oh ja, das können wir so stehen lassen. Ja, es geht eigentlich gut voran. Seit wir genug Piken haben, setzen wir die... Also wir machen dann einfach ein paar Pikeniere oder so. Weil ganz ja, das werden wir spontan entscheiden. Spontanus Entscheidibus. Haben wir schon? Ja, wir haben schon 60. 60 ist eine gute Geschwindigkeit, wie ich finde. Und im Übrigen nehmen wir jetzt auch ab sofort mit 30 FPS auf, anstatt mit den üblichen 15, mit denen ich sonst immer aufgenommen habe. Habe ich zwar letztens schon in der Stronghold Crusader Challenge gemacht. Ich habe doch schon genug Schinken im Vorratslager. Kornspeicher. Im Vorratsspeicher. Foratus Speicherus Cornus. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Zuck, 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 zuck. Oh, ich würde jetzt schon gern weiter erweitern. Das können wir machen, das können wir machen, dies können wir tun. Ja, ansonsten hätte ich ja schon fast gesagt, wir machen noch eine Holzerweiterung außenrum. Das würde bestimmt auch nicht schlecht ausschauen, aber... Die Truppen des Schweins greifen an. Oh nö. Oh nö, oh nö, Armbrustschützen, oh Mann. Ich fühle mich so unterlegen. Technologisch. Jetzt weiß ich, wie sich die Franzosen gefühlt haben damals. Obwohl das ja nicht mal stimmt. Bin zur Stelle. Jäger. Jäger. Jäger ist ein undankbarer Job. Der Kornspeicher ist voll. Ganzen Tag auf der Pirsch, nur um dann niedergestreckt zu werden. Bei der Arbeit. Bin zur Stelle. Ja, sind auf dem Weg. Oh oh, nein. Mach die Armbrustschützen tot. Mach sie tot, mach sie tot. Böse Armbrustschützen. Schieß sie nieder. Und den auch noch. Hopp, 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 hopp. Und als nächstes, ach du Scheiße, die machen mir meinen Schildturm kaputt. Nein. Ob ich da rechtzeitig die Streitkampfkämpfer tot krieg, ist eine gute Frage. Das wage ich schon fast zu bezweifeln eigentlich. Schieß mal alle auf ein. Das wird knapp. Schieß mal alle auf einen. Sobald es bei 100 ist, müssen wir runter. Bogenschützen Visiere an. Ja, toll. Mein Bogen ist Ziel angepeilt. Impressive. Ja, mitten bei der Invasion kommen die Gaukler mal durch. Alles klar. Wenn sonst nichts ist. Och, jetzt hör doch mal auf, hier zu randalieren. Winter. Bin zur Stelle. Unerreichbar. Ja. Nur noch die Treppe hält uns von den Gegnern. Auf. Fern. Ich habe so das Gefühl, dass das gerade etwas nicht nach Plan beläuft. Sollten die Gegner durchkommen, mein Bogen ist euer. Müssen wir wohl oder übel mal dran denken, Pikiniere zu bauen. Bin zur Stelle. Kommt, da kommt jetzt auch mal einer hoch. Der Garten, die Garten retten uns. Das ist die zweite Verteidigungslinie, die Gartenfront. Die Gartenfront von Judäa. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall neu aufbauen. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Oh Gott, ey, das war jetzt mal ein Desaster. Wir sind jetzt offiziell der Master of Disaster. Das ist sowieso geil. So geil, wenn man in den USA sich so so akademische Titel holt. Wenn man in den USA jetzt zum Beispiel Katastrophenschutz, glaube ich, war es, studiert, dann hat man am Ende dann den Master of Disaster. Oder das Stylischste überhaupt ist, wenn man Astrologie war es, glaube ich. Astronomie. Wenn man Astronomie studiert hat, ist man dann am Ende Master of the Universe. So geil. Kriegt man vielleicht auch so eine He-Man-Katze geschenkt. Wir benötigen Steine. Da war der Turm. Da war das Türmchen. Wo ist das Türmchen? Da ist das Türmchen.
Wo ist das Türmchen? Da ist das Türmchen. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Steckst du jetzt hier fest? Ja. Hallo? Bogenschützen bereit. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Nö. Warum ist denn jetzt alles zerstört? Gut, die Apotheke brauchen wir jetzt, glaube ich, eh nicht mehr. Aber trotzdem. Also nicht ein wenig übertrieben, Schweinchen. Gut, Holzfäller haben wir, glaube ich, nicht mehr großartig, oder? Die wurden größtenteils zerstört. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Die werden jetzt mal wieder neu nachgebaut. Der Wiederaufbau beginnt. Unsere Wie schaut's mit unserem Solidaritätszuschlag aus? Okay, sehr gut. Das Volk huldigt euch. Und könnten wir sogar -4 auf Steuern gehen. So, zum Glück haben wir noch ganz gut Mehl da gehabt, dass das für die Belagerung gut ausgereicht hat. Früchte sieht eigentlich auch okay aus, oder? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Sobald wir die nötigen haben, würde ich ja eigentlich schon die Apfelfarm wegreißen. 64. Ja gut, es kommt relativ langsam rein, aber es reicht eigentlich. So, 4-mal Getreidefarm. Das reicht ja eigentlich aus. Man bedenke eigentlich. Bin zur Stelle. Ach, wir bekommen so langsam Pfeile rein. Es wird endlich mal Zeit, dass wir... schwitzen aus. Ja, 7. Ach, wir können nur ein großes Tor ausbauen, kein kleines. Das ist so ein Problem. Sollen wir benutzen die Gegend hier vorne? Oder wir benutzen diesen Seitendurchgang. Dann bauen wir hier hin. Ja, das könnte vielleicht funktionieren. Dazu möchte ich aber die Bäume hier weg haben. Oh Gott, nein. Ich muss niesen. Nein. Bin zur Stelle. Mein Herr? Mann, oh Mann. Rücken aus. Jetzt habe ich mir das Zwerchfell geprellt. Das läuft eigentlich alles noch ganz gut, weil wir müssen auch ein bisschen auf unser Vorratslager aufpassen. Ja, am besten ist wirklich, wenn wir hier unten erweitern. Was ist das? Machen wir einfach mal hier nochmal weiter. Was nicht geht. Blöd. Egal. So, so. Und dann wäre das so rüber. Wir benötigen dann bräuchten Steine. Wir hier das Torhaus in etwa. Oder wir machen das so hin. Oder so. Genau so. Und das ist doch so. Macht eigentlich groß, keinen allzu großen Unterschied. Da müssten aber die größte Teil der Gärten weg. Der Gärten. Sollen wir uns so hin, dann könnte einer stehen bleiben. Na, es können vielleicht sogar zwei stehen bleiben. Dann muss die Apfelfarm aber weg. Das machen wir jetzt schon mal. Dann können wir nämlich das... Ja, wir müssen sowieso das Ding wegmachen, um das Vorratslager um eins zu erweitern. Die Pest hat unsere Burg... Oh nö! Oh nö! Mann! Bitte Pest. Ich mag dich nicht. Geh. Ich lösche dich aus meiner Freundesliste. Wir verlieren ein bisschen Gold. Das Volk hat eine da steckt doch bestimmt wieder der Buddha dahinter. Also nicht umsonst Buddha-Pest. Buddha-Pest mit Doppel-T, ja. Genau. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ach Gott. Ja. Los, lass dich mal ordentlich auswählen. Dankeschön. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Hinfort, ihr schnöden Gärten. Dann machen wir einfach mal... Ja, hier den Durchgang können wir nicht so einfach machen. Wir wollen das Ding ja erweitern. Ich glaube, wir machen es echt so, dass wir unsere Burg hier aufmachen. Hallo! Oh, die ganze frische Luft, die jetzt in die Burg kommt. Machen wir das auch mal wieder nach dem gleichen Stil. Und zwar hier... Und hier. Ja, irgendwie so.
So, dann erweitern wir das Ganze nämlich ein Stück weit. Das Vorratslager ist voll, my Lord. Nein, wirklich? Ja, daran wollen wir jetzt gerade arbeiten. Gefahr, my Lord. Wir können es natürlich auch lassen. Ein gewaltiges Heer des Schweins wird bald hier eintreffen. Scheiße. So viel zu meinem Plan. Alles doof, alles blöd. Ein Bär greift die Siedlung an. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Ein Hubschrauber greift die Siedlung an. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Nein, jetzt passt hier kein Tor mehr hin. So passt vielleicht einer hin. Die Truppen des Schweins greifen an. Schaut jetzt blöd aus. Ach, egal. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Machen wir es nach dem Vorbild unserer Frau. Es muss nicht immer gut ausschauen. Ich mache mir unter der Damenwelt nicht viele Freunde, ich weiß. Vielleicht ist das auch sogar beabsichtigt.